So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live-Tasting à la Mod. Ich begrüße alle Teilnehmer, die es hierher geschafft haben, alle, die schon mal dabei waren, alle, die das erste Mal bei unserem Format dabei sind. Alle, die das erste Mal dabei sind, denen möchte ich gerne erzählen, dass es bei unserem Format so ist, dass Sie sich gegenseitig nicht sehen. Dafür sehen Sie unsere beiden Gastgeber, den Matthias Stumpf und die Melanie Stumpf-Kröger vom Weingut Bickelstumpf und mich. Sie können während der gesamten Live-Probe ständig Fragen stellen an unsere beiden Gastgeber. Diese Fragen schreiben Sie am allerbesten in den Chat und ich moderiere die Fragen dann an die beiden Winzer. Alle, die uns nicht hören oder die Schwierigkeiten mit dem Ton, mit dem Chat, mit der Technik haben, können meine Kollegin, die Deborah Prang, die im Hintergrund Dienst macht, gerne anschreiben. Die wird Ihnen helfen, die ganze Technik zum Laufen zu bringen. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen, wer Sie eigentlich eingeladen hat. Wir sind von MOD, MOD. MOD Wine ist eine neue deutsche Winzergruppe, die es seit Januar erst gibt, mit Winzern aus fast allen deutschen Anbaugebieten. MOD, fragen uns ganz viele. MOD ist die Abkürzung für Modern, steht für Weine, die absolut New Age produziert sind, die angesagt sind, die State of the Art gemacht wurden und natürlich auch als Synonym, als Attribut, als Beschreibung für unsere gemeinsame, moderne, andersartige Herangehensweise an den gemeinsamen Vertrieb der Weine und bei der Verkaufsförderung, die wir für den Handel und die Gastronomie betreiben. Ich gebe jetzt das Wort an unsere beiden Gastgeber, liebe Melanie, lieber Matthias. Bitte begrüßt mal unsere Teilnehmer. Ja, hi zusammen, hallo aus Frickenhausen hier in Franken. Ich bin Melanie, das ist Matthias. Wir sind die Geschwister, die das Weingut Bickelstumpf bespielen. Jenny, du hast gesagt, ich soll ein bisschen was zum Weingut sagen, oder? Das ist, Unbedingt, ja. ja, genau. Vielleicht habt ihr unsere Flaschen schon mal gesehen. So sehen die aus. Relativ markantes Etikett. Hier steht Weingut Bickelstumpf. Damit alle wissen, wo das herkommt und wo wir arbeiten. Meine Eltern haben 1976 bei ihrer Hochzeit zwei kleine Weingüter fusioniert. Das eine war das elterliche Weingut meiner Mutter, das Weingut Bickel, hier in Frickenhausen. Nur damit alle wissen, wo Frickenhausen liegt. Wir haben hier am Main-Dreieck. Bisschen höher. So. Ja. Hier ist das Main-Dreieck, hier ungefähr ist Würzburg und 20 Kilometer weiter im Süden ist Frickenhausen direkt an der Main-Dreieckspitze. Also wir sind hier wirklich südliches Main-Dreieck pur und unsere Lagen sind entsprechend auch sehr südlich ausgerichtet. Also das war das elterliche Weingut meiner Mutter, das Weingut Bickel und etwas weiter im Norden, hinter Würzburg. In Hungersheim, der Name des Ortes, lag das Weingut Stumpf. Das ist das elterliche Weingut meines Vaters. Und nachdem beide geheiratet und auch fusioniert haben, sind sie übereingekommen, dass nicht eines verkauft wird oder sie sich auf eine Lage spezialisieren, sondern mein Vater hat beschlossen, beide Lagen zu bearbeiten. Deswegen haben wir heutzutage Lagen in Tüngersheim auf Buntsandstein und Lagen in Frickenhausen auf Muschelkalk. Das heißt, das eine ist die Mutter, das andere ist der Vater. Der Muschelkalk ist die Mutter, der Buntsandstein ist der Vater. Und in dem Spannungsgebiet bewegen wir uns. Wir sind sehr, sehr begeistert von unserer Heimatrebsorte Silvaner. Deswegen gibt es bei uns ja inzwischen, ich glaube, über 60, 70% Silvaner im Anbau. 70. 70%, ja, also das haben wir, das waren die Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Und wir haben natürlich heute bei drei Weinen auch zwei Silvaner dabei. Wollen wir gleich mal mit einem Wein schon starten, damit wir nicht auf dem Trockenen sitzen? Hier steht leider kein Ton bei den Winzern. Das macht die Kollegin, die kümmert sich um den. Ja.
Das ist eine Einstellungsfrage beim jeweiligen Teilnehmer. Den Ton könnt ihr herstellen, indem ihr einfach auf das Mikro, auf den Lautsprecher klickt. Genau. Super. Also, wir starten mit dem Muschelkalk-Silvaner. Am zweiten Bein gibt es den Kapellenberg-Silvaner und am Ende gibt es den 26 Weiß, damit alle wissen, in welche Richtung wir uns verkosten. Der Muschelkalk-Silvaner ist unser Ortswein. Wir haben zwei Silvaner-Ortsweine. Mhm. Der andere ist der Buntsandstein. Und wie ich jetzt gerade schon erzählt habe, ist der Muschelkalk-Silvaner der Ortswein aus Frickenhausen, also Muttis Ortswein, auf dem ursprünglichen Wein gebückelt. Das ist Muschelkalk par excellence. Diese Versteinerungen finden sich auch tatsächlich im Boden unserer Weinberge. Das ist ein Stein, den haben wir jetzt so bestimmt seit 20 Jahren hier im Weingut einfach liegen, damit man es auch mal anfassen kann. Und das Schöne ist, dass wenn sie alle mal hier wären, dann könnten sie sich den anfassen. Wir haben Stein, Pulle und Wein. Das gehört bei uns immer eng zusammen. Ja. Wichtig ist uns in den letzten Jahren gewesen, dass wir die Unterschiede, die feinen Unterschiede der Lagen, aber auch der Ortschaften mit dem Vehikel Silvaner ausarbeiten. Mhm, genau. Vielleicht können wir gerade mal einen ersten Schluck. Genau. Kannst du so ein bisschen charakterisieren, was den Muschelkalk auch geschmacklich so anders darstellt als den Buntsandstein vielleicht? Also das ist oft, ich habe ja schon gesagt, wir sind an der Süd-Südspitze des Main-Dreiecks. Diese Lagen, die dort sind, sind sehr, sehr, ich sage jetzt mal, nah an der Sonne gebaut. Weil an der Südspitze des Main-Dreiecks wir 3 Kilometer der Main direkt von Ost nach West fließt. Und deswegen, wir in Tagen wie heute von, weiß ich nicht, wann geht die Sonne auf? Du weißt das besser. Knapp um 6, kurz vor genau. 6. Genau. Ja. Bis abends um 20, 20.30 Uhr haben wir im Hochsommer ist es natürlich von morgens knapp nach 4 Uhr bis abends 22 Uhr. Und die kriegen natürlich in so warmen Jahren wie den vergangenen Jahren richtig, richtig, wir sagen teilweise fast schon mediterrane Atmosphären dorthin. Mit der Schattenzeit und mit der Lage zum Wasser multipliziert sich das natürlich nochmal. Ne? Es gibt schon erste Eindrücke zu dem Wein. Man schreibt, feine Säure, leichte, bittere Note, die nicht stört. Woher kommt das? Deborah, jetzt sind Sie weg. Augenblick, wir sind hoffentlich gleich wieder da. Kann ich da was tun dazu? Müssen die das tun? Kannst du die kurz anrufen vielleicht? Super. Ist nicht schlimm, ich glaube, wir schneiden das dann einfach. Melli ist auch hier, also als... ja, Entschuldigung, das war ich. Sorry. Es gibt so Eindrücke zu dem Wein, da war ich dann abgebrochen. Genau, also der Florian sagt, feine Säure, leichte, bittere Note, die nicht stört, möchte aber gerne wissen, wo das herrührt. Also das, willst du jetzt nochmal was zum Wein sagen? Genau. Also der Muschelkalk im Ausbau, im Ortsweinbereich sind wir da ganz klassisch im Stahltank. Und vergären dort auch ganz straight mit Reinzuchthefe. Der Muschelkalk ist bei uns immer da dieses cremige, ein bisschen breitschulterige in der Aromatik. Also eher, wir beschreiben so ein bisschen so mit reifer Birne oder ins Birne gehende, also eher gelbfrüchtig. Und das Bittere oder das bisschen ist natürlich auch, sagen wir mal, mit 19, sagen wir mal, ein bisschen Kohlensäure, die wir natürlich stark mitnehmen in die Flasche. Und auch natürlich vielleicht ein bisschen schon auch eine leichte Alkoholkante, die irgendwo da sein ist, die aber, glaube ich, ganz gut eingebunden ist. Genau, also gerade der Markus unterstreicht das auch, was du gerade gesagt hast. Er sagt, die 13,5% Alkohol sind gut eingebunden. Was die Teilnehmer hier alle bewundern, ist die Säure. Also der Aaron sagt, leicht spritzig und super frisch. Der Ralf sagt auch, ja, die Säure ist sehr fein, fast erfrischend, ja, und unterstreicht natürlich diese Textur, die vom Boden kommt, diese Cremigkeit und das Mineralische. Mhm.
Ja, also auch den Alkohol, die 13,5%, da sagt keiner, dass das stört, sondern da sind sich, glaube ich, alle Teilnehmer einig, dass das immer noch ein sehr rundes Trinkerlebnis ist. Wir haben tatsächlich beim Muschelkalk natürlich auch, ich sage jetzt mal, mit der Hitze in diesen Lagen und auch mit dem Wassermanagement zu kämpfen. Mhm. Aber ich denke, was unsere Weine ganz spezifisch ausmacht, ist, dass wir halt im Weinbau, und dazu kann der Matthias sehr viel mehr sagen wie ich, eine sehr handwerkliche Herangehensweise haben und vor allem auch in der Lese zu 100% immer noch mit der Hand arbeiten. Bedeutet, diese ganze landwirtschaftliche Arbeit, die wir da tun, ist die Grundlage für diese Weine an sich und auch für die Güte dieser Weine. Wir haben, und das wollte ich jetzt ganz einfach anpreisen, wir sind bei diesen Weinen selbstverständlich jetzt, man sieht es auch, wenn man die Flasche gerade geöffnet hat, die sind halt seit Ende März auf der Flasche, das ist eigentlich gar nichts. Wir haben Ortsweine in unserer Güte, über 10 Jahre hinweg vertikal verkostet und die machen nach 5, 6, 7 Jahren nochmal einen richtigen Sprung. Also das ist jetzt unsere Erfahrung. Wir machen das natürlich auch nicht jeden Tag, aber es hat uns riesig, riesig viel Spaß gemacht zu sehen, wie diese Ortsweine, und das ist ja jetzt erstmal, ich sage jetzt mal, die Mittelklasse unserer Klassifikation, wie die sich wunderbar entwickeln und sich auch nach 5, 6, 7 Jahren gut trinken lassen, ohne dass es ein älterer Wein ist oder ohne dass es natürlich wird. Aber die trotzdem nochmal an Charakter gewinnen. Es ist eher so, dass mein Wunsch, unser Wunsch wäre, dass wir in ein paar Jahren vielleicht doch ein paar ältere Jahrgänge noch anpreisen können. Aber im Augenblick sind die halt meist ausverkauft, ausgetrunken, direkt nach der Füllung. Genau, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Weinbau sagen. Mal ganz kurz, vielleicht ist aber die Frage auch gerade für Matthias gut geeignet. Ja. Sabine möchte gerne wissen, ob ihr bewässern könnt. Dann ist hier noch die Frage von Markus, Canopy Management. Weiß nicht, was das ist, Canopy Management. Habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ich stehe gerade auch auf dem Schlauch, was Canopy ist. Kenne ich nicht, ich frage ihn gleich noch. Ja. Kannst du was sagen zum Thema Bewässern? Also Thema Bewässern, wir können rein theoretisch bewässern mit Tröpfchenbewässerung, das heißt, wir müssten das Wasser im Tank an den Weinberg fahren, setzen wir aber nicht ein, wir bauen auf dieses Spiel, weil wir das einfach in unseren, weißt du, wir haben 15 Hektar Reben und das in 43 Parzellen, das heißt, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, da müsste eine Person nichts anderes machen, wie mit einem Trecker oder Unimog Wasser fahren, Tag und Nacht, und wir setzen eher darauf, dass unsere Reben möglichst alt werden. Also zum Beispiel hier Muschelkalk, das ist zu 60% aus Reben, die zwischen 1980 und 85 gepflanzt sind. Also mittlerweile auch ein gewaltiges Alter. Wir haben sehr stark auf Kottonerziehung umgestellt. Das heißt, wir haben einen hohen Altholzanteil, also eine höhere mehr Holz oder mehr Stammvolumen. Sehr viel Einlagerungsfähigkeit. Und in Frickenhausen, im Vergleich zu Düngersheim, haben wir es hier sehr viel, sagen wir, relativ tiefgründigen Boden. Ja, also die haben es jetzt gerade schon konkretisiert, die Teilnehmer, ja. Die meinen damit Blätter beschneiden beziehungsweise Schutz vor der Sonne mit dem Canopy-Umgang mit den Blättern. Also Canopy, ja, okay, dann verstehe ich. Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Ding. Also im Jahr 2017 heißt es, war ein recht feuchtes Jahr, Blätter weg, Luft machen, Sonne ranlassen, abtrocknen. 18, 19 hieß es erst Blätter weg, dann Blätter wieder hin, so am liebsten, was nicht geht. Also es ist schon so, dass wir... dass heute, sagen wir, die Haupthandarbeit, wo jetzt eigentlich schon losgeht mit Triebkorrektur und so, eine möglichst luftige Laubwand, aber dann doch die Trauben in der Schatte, im Schatten hängen haben. Mhm. Weil wir mit 18, 19 auch Extreme hatten, wo, wenn eine Traube auch in Silvaner die Schulter in die Sonne gespitzt hat letztes Jahr, ist sie vertrocknet. Mhm. Also das ist, und selbst wenn man sie sehr früh daran gewöhnt, das heißt, wenn wir jetzt sehr stark früh anfangen, die Trauben nackt zu stellen, dann sind sie zwar, kriegen sie keinen Sonnenbrand mehr und sind an die Sonne gewohnt. Allerdings kriegen wir dann so ein bisschen eine gewisse Kocharomatik. Also manchmal Weine, die so ein bisschen wie marmeladig schmecken, fast wie mancher Rotwein oder so. Und das ist dann eine Stilistik, die wir nicht wollen. Ja, jetzt geht es hier noch weiter zu dem Thema. Habt ihr viel Verlust durch das heiße Wetter? Naja, Verlust ist schon. Wir haben letztes Jahr im Prinzip eine 35% Ernte eingefahren, die sehr gut war, qualitativ, allerdings halt einfach durch die Trockenheit und dadurch, dass wir kein Wasser
im großen Stil geben können, schaffen es die Reben. Wir müssen im Prinzip die Traubenanzahl reduzieren und dadurch einfach weniger ernten und dann schafft es der Stock schon. Mhm. Insofern ist es relativ, es ist natürlich, wir als Winzer sehen es ja immer so ein bisschen in dem Durchschnitt von 5 bis 10 Jahren, aber es ist uns lieber, es geht in die Richtung, wie wenn es oben rausgeht, das macht auch keinen Spaß. Also sagen wir mal so, eine 50% Ernte streben wir ja eigentlich sowieso immer an. Verstanden. Also ich glaube, dass ihr das Thema Hitzemanagement ganz, ganz toll im Griff habt und dass ihr super langlebige, gut balancierte, ja, von frischer Säure strotzende Weine produzieren könnt. Das zeigt der Wein ganz gut. Es gibt hier einen sehr, sehr schönen Beitrag. Großes Lob zu den Weinen. Rebsorten, Herkunfts- und Jahrgangstypisch, leichte phenolische Komponente, gute Struktur und Trinkfluss. Ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Zusammenfassung und das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Der Florian möchte gerne wissen, ob ihr alle Weine mittlerweile mit Schraubverschluss füllt, weil sich das ja bei vielen durchgesetzt hat. Und der Herr Römer schickt noch hinterher, ob ihr den Wein auch in der Magnum füllt. Also Schraubverschluss haben wir seit dem Jahrgang 2011. Und zwar vom Gutswein bis zum großen Gewächs. Nicht, weil wir den Korb so blöd finden, sondern weil wir gerne möchten, dass das Produkt, was wir uns erarbeiten, so in der Flasche bleibt, wie wir ihn abgefüllt haben. Also im Prinzip ist das eine Konservierungsidee. Ich habe 2010 das letzte große Gewächs mit Kork gefüllt. Ich präsentiere den auch manchmal gerne noch, aber ehrlicherweise nehme ich immer die doppelte Anzahl von Flaschen mit. Das sind keine Korker, die wir da hatten. Das sind oft Korkveränderungen, die wir nur feststellen, weil wir den Wein ganz genau kennen. Wenn er so ein bisschen Brillanz verliert, dann wissen wir, das ist jetzt wieder eine blöde Flasche. Dieses Risiko haben wir glücklicherweise seit 2011 ausgeschlossen, seit dem Jahrgang 2011. Also wir sind damit ganz fein, obwohl wir es natürlich toll finden, ein Naturprodukt wie ein Korken auch in unsere Weine zu geben. Ich selbst habe mein erstes Praktikum mit 18 Jahren bei unserer damaligen Korkenfirma gemacht und ich war großer, großer Fan. Ich war da 2 Monate in Italien und hatte einen ganz engen Draht zu der Firma, aber wir konnten es irgendwann einfach nicht mehr abbilden und mussten dann sagen, wir müssen das im Sinne unserer Kunden einfach so machen, dass das drinsteckt, was wir da reinfüllen. Mhm. Deshalb haben wir uns davon verabschiedet und bisher hat sich unsere Meinung dazu nicht geändert. Wir haben jetzt noch kein Produkt gesehen, das wir gleichwertig empfinden. Ich habe gerade noch gesehen, eine Frage nach den Magnum-Flaschen. Ja, genau. Magnum war auch eine Frage, ja. In Mutterkalk haben wir ein Magnum. Ich glaube, wir haben sogar 3 Liter gefüllt. Mhm. Aber vereinzelt. Also wir sind keine großen Magnum-Produzenten. Mhm. Wir machen ein paar Magnums, weil wir wissen, dass es ein paar Kunden gibt, die das gerne haben. Und meistens machen wir es auf Vorbestellung, aber so ein paar Magnumflaschen haben wir schon. Also normale Magnum sind immer schlagkräftig. Genau. Der Markus wollte gerne noch wissen, wie ihr zum Thema Boxbeutel steht, wenn wir schon gerade beim Thema Flaschen generell sind. Sollen wir das jetzt erklären? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich glaube, ihr habt euch verabschiedet, ne? Bitte? Ja. Ihr habt euch verabschiedet. Und zwar mit dem Jahrgang 2013. Mhm. Und zwar, weil ich keine Lust mehr hatte, über Flaschenformen zu diskutieren. Wir sind hier ein landwirtschaftlich arbeitender Weinbaubetrieb. Und ich habe diverse Diskussionen über Boxbeutel, Nicht-Boxbeutel und so weiter geführt und habe mir irgendwann gedacht, wir haben ja keine Glashütte zu Hause. Also mein Bruder, der macht Lüftsprünge mit meinem Vater in Weinberg. Ich möchte über den Stoff diskutieren, der da drin ist. Das soll sozusagen maßgebend sein für unsere Arbeit und nicht über die Flaschenform. Und mich hat das einfach irgendwann ermüdet, weil das Problem kriegst du ja nicht gelöst. Es gibt ja immer Pro und Contra und das ist auch fein. Nur für uns bei Wickel Stumpf, wir mussten uns ganz klar die Frage stellen, was wollen wir denn machen? Wollen wir einen Boxbeutel verkaufen oder wollen wir Wein verkaufen? Und wir haben gesagt, wir wollen Wein verkaufen. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir eine Flaschenform, die sich hinter den Wein stellt. Und das war für uns ganz klar die Burgunderflasche. Deshalb ist die Wickel Stumpf Flasche heute einfach eine Burgunderflasche. Selbst der Riesling Gutswein wird auch da abgefüllt. Es ist keine Burgunderflasche, sondern es ist einfach eine Wickel Stumpf Flasche und da sind unsere Weine drin. Das war für uns die richtige Entscheidung. Grundsätzlich finde ich den Boxbeutel ist eine ganz tolle Flaschenform. Sie ist wunderschön. Man kann jetzt unterschiedlicher Meinung zum Neuen, zum Alten sein.
Aber grundsätzlich ist es so, dass es das für Wickel Stummfahrt ist eine super Entscheidung. Wir haben damit auch eine Klarheit in unser Sortiment gebracht und haben nicht 5 verschiedene Flaschenformen. Das war uns ganz wichtig und wir haben die Entscheidung nicht bereut. Also wir hier pflichten euch, also sowohl der die Frage gestellt hat, ja, pflichtet euch bei, als auch der Florian, der sagt, gute Einstellung, ja. Der Ralf möchte noch wissen, ob die Weine jetzt mit dem Schraubverschluss anders gefüllt werden, abgefüllt werden, als früher die Weine mit dem Korkverschluss. Ja, also sagen wir mal, ja, da gibt es ein bisschen um die freie SO2 und um die Kohlensäure, wobei wir da schon heute genauso wie Kohlensäure versuchen, wir füllen sehr kalt ab, wir versuchen sehr viel Kohlensäure mit in den Wein zu nehmen, gerade bei den Gutsweinen darunter und auch bei den Ortsweinen, weil wir einfach sagen, der Schraubverschluss konserviert schon länger. Was wir aber als Langläufer machen. Also ich habe jetzt kein Problem, einen 2013er Muschelkalk aus dem Kühlhaus zu holen, was wir hier hätten. Und ich habe null Angst, dass der nicht frisch ist oder dass der zu alt ist und sonst ist. Und wir sind halt auch im Betrieb, wir starten immer im Mai mit unserem neuen Sortiment. Also wir füllen Ende März ab. Und 1. Mai ist quasi unser neuer Jahrgang, der auf die Flasche kommt. Und wir verkaufen auch wiederum bis nächstes Jahr im Mai. Und natürlich ist es schon so, wenn einem dann im Anfang Mai vielleicht dieser Muschelkalk oder jetzt auch der Kapellenberg noch ein Ticken zu spritzig ist, so manchen Kunden, dann sage ich, dann schenkt doch nochmal jetzt den Jahrgang vorher aus. Wir können das auch ein bisschen, so jetzt Mai, Juni, wo das Ganze immer ein bisschen parallel läuft. Also wir haben ja auch, wenn ich jetzt an Privatkunden denke, Leute, die kaufen 6 Flaschen Muschelkalk 18 oder 6 Flaschen Muschelkalk 19, den 18er und den 19er nehmen sie mit. Und das ist halt einfach, wir füllen ja nicht alle 4 Wochen irgendwie ab, dann würde ich dieses Management auch in der Kohlensäure und in der SO2 ein bisschen zurückfahren. Aber wir wollen halt einfach, dass es die Weine sollen frisch auf die Flasche, weil wir wissen, dass sie schon auch manchmal 1,5 bis 2 Jahre brauchen, bis sie getrunken werden. Und nochmal dann eine Entwicklung durchmachen, genau. Sollen sie stehen, wir haben wir denken nicht drüber nach, wie, keine Ahnung, im LH oder so, wo man sagt, das dreht sich in 4 Wochen oder so. Dann müssen wir alles anders managen. Wollen wir uns gerade mal den nächsten Wein zuwenden? Ja, Kapellenberg, 1. Lage. Bitte schön. Genau, bitte groß in die Kamera halten. Super, jawohl. So gut? Yes, perfekt. Ja. Die Anja lobt auch gerade noch mal beim vorherigen Wein schon die tolle Mineralität. Jetzt werden wir gleich nochmal die andere Bodenspielart verkosten. Wir bleiben im Muschelkalk. Bleiben im Muschelkalk, sorry for, okay. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir uns auf einen Typ fokussieren wollten und dann damit wir zeigen können, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Klassifikationsstufen ausgebaut sind. Also wir kommen jetzt vom Ortswein in die erste Lage hinein. Es gibt ein paar Unterschiede im Weinausbau, dazu kannst du, glaube ich, was sagen. Wir hüpfen jetzt quasi vom Stahl ins Holzfass. Wir arbeiten in den ersten Lagen mit Tourneaufässern, keine neuen Fässer oder sehr gemixt. Wir machen auch in der Vorklärung der Möste, also wir sedimentieren alle Möste, ich hoffe, das verstehen alle, wenn nicht, bitte fragen. Wir nehmen relativ viel Trub oder wir klären sehr schwach vor. Wir sind auch ein absolut gesundes Material. Das war natürlich in den letzten Jahren auch kein Problem. Und dadurch kriegen wir mehr Phenolik in den Wein, ein bisschen auch mehr Grip. Wir sind auch im Ticken in der Säure höher bei den ersten Lagen. Und das Ganze wird ein bisschen wilder, weil wir dort mit vielen kleinen 500er Fässern auch einfach experimentieren mit der Hefe. Also da gibt es mal von 10 Fässern sind halt irgendwie 5 spontan angegoren. Auch 1 packt es mal spontan. Also das ist immer einfach wilder und experimenteller. Der Wein ist jetzt eigentlich, wirkt er noch jugendlicher wie der Muschelkalk. Soll auch so sein, weil das sind ja erste Lagen, die einfach länger laufen sollen. Und das ist jetzt eigentlich noch so ein bisschen zu jung. Seit wann ist welcher Jahrgang jetzt? 19 auch. Ist auch Ende März gefüllt. Eigentlich muss ich sagen, wollten wir die ersten Lagen immer Richtung September, ähnlich wie die GGs, bringen, wo wir ja noch ein Jahr versetzt sind, mussten aber, sagen wir mal, aufgrund
Mangel des Weins im Keller oder das war halt leider schon verkauft. Oder erhöhter Nachfrage. Das kann man jetzt nicht mehr sagen. Kann man jetzt sagen, muss man ja. Jetzt, haben wir die jetzt auch schon im Mai gebracht, die ersten Lagen. Ja. Also Probleme, ne? Ja, sagen wir mal, wir würden gerne, also ganz ehrlich, das Ziel wäre schon, diese Weine erst im September zu bringen. Das ist leider gerade nicht anders machbar. Und es nützt auch nichts, wenn wir euch jetzt 18er geschickt hätten und sagen, kann eh nicht mehr verkauft werden. Spätisch gibt es nicht mehr. Ja, genau. Ne? Also ja. Ich glaube, wir hätten die Pakete auch nicht. Also ehrlicherweise muss man tatsächlich sagen, dass es so ist, dass wir sehr, sehr gerne eher ältere Jahrgänge sowohl verkaufen als auch verschicken würden als Proben, aber das ist im Augenblick nicht drin und wir merken an solchen Dingen, also der 18er Kapellenberg war ähnlich wie der 19er jetzt auch, üppig, voluminös, voll, das ist eine, also für uns ist die Wuchtbrumme an Silvaner, der war aber so schnell weg, der war sehr, sehr erfolgreich, der Wein, dass wir an Punkten halt auch immer merken, Jenny, hörst du mich noch? Ja. Ich höre dich gut, ja. An solchen Punkten merken wir, dass wir eben keine Manufaktur sind. Wir können nicht, wenn mehr Nachfrage ist, nochmal schnell was bauen. Das ja, ist Landwirtschaft. Ne? Wir haben auch nicht mehr Kapellenberg. Das ist halt der Wein. Und wenn der weg ist, ist er weg. Dann müssen wir uns auf den nächsten Jahrgang stützen. Und wir haben ja auch jedes Jahr ne, nur einen Schuss. Also wir haben nur eine Lese und da darf nichts schief gehen. Deshalb ist er halt einfach die Abhängigkeit von der Natur, eine ganz besondere Komponente in diesen Weinen, aber das macht es natürlich auch spannend. Absolut. Ich finde, dass hier einfach noch mal ein bisschen mehr Druck auch am Gaumen spürbar ist. Ja. Der Ralf schreibt, wahrscheinlich ziemlich wenig Restsüße, aber am Gaumen ist so eine leichte Fruchtsüße spürbar. Liege ich da richtig? Also wir sind dort bei knapp 3,5 Restsüße. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Jahrgang, wo man dieses Schwänzing-Süße dann auch gerne lässt und die Gärung dann auch gern beendet oder Hefe gern beendet, weil man natürlich auch in Alkoholwerten 13,5 sind, wo man das auch ganz lässt. In, zum Beispiel 17 im Vergleich wären wir da irgendwie bei 1,5 Restzucker gewesen. Das ist so ein bisschen Jahrgangsspiel, aber ich glaube, das Ganze steht im Wein recht gut. Also Thema 0 Gramm Zucker ist relativ. Ja, also finde ich auch. Also, und wie gesagt, 18, 19 hat man dieses Schwänzing-Süße gerne gelassen, weil das hätte nochmal 0,3 bis 0,4 Alkohol oben drauf gepackt. Also ich finde, steht ihm gut. Unharmonisch, ne? Nee, ich finde, steht ihm gut. Toller Stoff, schreibt der Markus. Ich empfehle Jakobsmuscheln à la Provincial. wenn man sagt, kommt der hohe Alkoholgehalt auch von dem warmen Wetter oder ist das so euer Stil, opulente Weine zu erzeugen? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Kannst du es gerade nochmal? Ja. Also der Stil ist es gar nicht. Also Wir haben beide Weine. Also in der ersten Lage ist die 13 und 13,5 jetzt nicht, ist schon immer angestrebt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Jahrgang 17, was ein kühleres, feuchteres Jahr war, vergleichen, da war bei dem Kapellenberg auch eine 13,5 drauf gestanden. Da müssen wir aber im Wesentlichen mehr für tun, um das zu erreichen. In den Jahren 18, 19 mussten wir haben ja quasi im August das Ernten begonnen, in beiden Jahren, mussten wir starten, um, sagen wir mal, um unter diesen 13 und 13,5 zu bleiben. Also da war halt, das ging uns allen so, es hat sich halt irgendwann einfach nur noch konzentriert. Es kam kein Regen und das ist halt sehr, sehr aufwendig. Also es ist auch keine Kunst, 2018, 2019 einen Wein mit 13 Volumenprozent zu erzeugen. Und insofern möchten wir, also wenn ich mir einen Jahrgang aussuchen dürfte als Winzer, muss ich zugeben, ist mir der Jahrgang 17 lieber wie der Jahrgang 18 oder 19. Ist zwar schwieriger in der Ernte, ist zwar schwieriger im Ausbau, aber man hat einfach ein bisschen mehr Varianz. Das ist schon auch diesen zwei heißen Jahrgängen geschuldet. Also angestrebt bei Muschelkalk ist eigentlich, sagen wir mal, von uns, von der Stilistik 12,5 Volumenprozent. Und beim Kapellenberg sind wir bei 13 bis 13,5, je nach Jahrgang. Ja. Also das ist schon, sagen wir mal, mit dem Plan gehen wir ran. Aber natürlich 18, 19 ist einfach kräftiger. Geht, glaube ich, uns und allen Kollegen ähnlich. Ich finde,
dass er nicht zu opulent wirkt. Ja, ich finde, das ist ein Wein, den man einfach auch mal in ein größeres Glas geben muss, dem man viel Luftzufuhr geben muss. Ja. Ich finde, in der Art und in der Harmonie und auch wie er jetzt dasteht, in der Textur, ja, passt er einfach auch als Speisenbegleiter super. Okay. Also für mich gehört der unbedingt auch mit zum Essen. Ja, ja. Das ist kein Silvaner, den man einfach mal so allein auf der Terrasse trinkt. Genau, also der Ortsmann ist ja bestimmt. Genau. Bezüglich Restsüße, es passt zu, einzelne Komponenten sind egal, es geht um das große Ganze, wie bei einem klassischen Konzert. Ja, ja. Genau. Ich finde, so können wir es auch kennen. Ne? Also die Stilistik der Weine, wir versuchen natürlich schon, weil wir eben diese Lagenvarianz haben, gibt es eigentlich keine Stilistik der Stumpfweine, sondern eigentlich eher versuchen wir, die Stilistik der einzelnen Lagen rauszuarbeiten. Das ist jedes Jahr mega spannend, weil es ja sind ja die gleichen Winzer, die gleichen Handwerker, die da am Werk sind. Und es ist auch der gleiche Keller, aber es hat ja unterschiedliche Standorte. Und gerade beim Muschelkalk-Buntsandstein sind wir da jedes Jahr wieder aufs Neue ehrlicherweise geflasht, wie unterschiedlich die Weine sind. Ja, klar. Was würdet ihr denn gerne dazu essen wollen, beziehungsweise was auch in allen vorherigen Webinaren immer alle Teilnehmer interessant hat? Was gibt's denn bei der Winzerfamilie zu Hause? Was kommt da auf den Tisch? Wir sind schon große Fischesser. Ah, cool. Wir essen kein Seafood, sondern regionale Forelle. Hier 20 Kilometer entfernt gibt es in Wiederzheim, oder in Wiederzheim, ne? Sie haben Wiederzheim noch. Da gibt es so coole Forellen und so unglaublich leckeren Fisch, dass wir zum Muschelkalk ganz oft uns die Forellen gönnen. Zum Kapellenberg darf es dann schon auch mal ein bisschen Käse sein. Also ich finde, der Kapellenberg ist oft zu opulent, um irgendwie ein Essen zu begleiten. Ich mag den lieber so hinten raus. Im Anschluss, ja. Kann ich auch einen kräftigen Käse bringen, weil der hält das aus. Also der ist da nicht feinfühlig und das finde ich das echt super. Und den kannst du dann so, ich sag mal, wenn so der Abend fadet, ja, kannst du den dann am Ende trinken. Ich finde so, hast du voll recht, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber du bringst mich da gerade drauf. Also gereifter Hartkäse mit viel Salz, kristalliner, ja, mit viel Salzkristalleinschlüssen könnte ich mir gut zuverstehen. Ja, total. Also deshalb habe ich es auch ausgesucht, die beiden Weine. Das sind die Mega-Klassiker bei uns. Der Muschelkalk gibt es bei uns im Weingut seit wahrscheinlich Ende der 60er Jahre. Also, wir haben tatsächlich auch schon Teilnehmer Erfahrung mit euren Weinen und schreiben gerade, dass sie den Kapellenberg schon zu Wildschweinrücken versucht haben. Hat das geklappt? Ja, mega angeblich. Also, ist eine super Sache, auch zu deftigeren eben. Ja. Also, der Kapellenberg ist auch so in mancher Menübegleitung, zu parallel, wo man eigentlich einen klassischen Spätburgunder einsetzt. Haben wir das schon häufiger eingesetzt zu diversen, wo ich so immer dran denke, so ein bisschen Surf-and-Turf-Nummer, ob du auch ein bisschen größer oben hast, würde es, glaube ich, ganz gut passen. Wenn du in dem Moment auch Bock hast auf Weiß, also oder als Rot-Alternative, genau, kommt das ganz gut. Also wir haben ja den Menüs auch schon neben einem Spätburgunder gehabt, parallel. War eigentlich kein Ding. Das war einfach nur eine Geschmackssache. Das ist auf jeden Fall nicht abgefallen. Keiner wird mithalten, ne? Ja, okay. Wollen wir schon auf den letzten Wein, auf euren 26 übergehen? Ja, ja. Also, hast du den schon mir eingeschränkt? Okay, danke. Also 26 Weiß ist war unser erstes Projekt hier im Weingut. Als wir noch nicht im Weingut waren, ich war 26, das war nämlich meinem 26. Geburtstag, als wir uns diesen Wein erdacht haben. Matthias war 22. Du warst, glaube ich, auf dem Weg von Südafrika nach Österreich. Oder also zwischendurch mal zu Hause. Ich habe in Mainz studiert und wir haben so am Küchentisch darüber diskutiert, dass
dass wir, also ich wollte gerne einen Wein haben, der so schmeckt, so riecht und der solche Komponenten hat. Also ich hatte mir das alles so erdacht. Es war so ein bisschen so eine Bucketlist, so eine Wunschliste. Mhm. Und vor allem habe ich halt verstanden, wir haben damals ziemlich spicy gekocht, dass oft diese leichten Silvaner damals gar nicht so sehr zu dem spicy asiatischen gepasst haben. Kitchen. Ja, weil die haben das nicht abbilden können. Das ist, also unsere Silvaner sind eher europäische Küche in allen Facetten und das war es gar nicht. Und dann hatte ich mir überlegt, dass es ja ein guter Trinkwein sein sollte, aber so ein bisschen Traminer, ein bisschen Scheurebe, eher für den Duft, aber oft machte mich Traminer so ein bisschen satt. Mhm. Und Papa sagte, nö, also hier, das ist ja hier kein Wunschkonzert, wir sind Winzer, wir füllen das in die Flasche, was Gott uns gegeben hat, und Matthias sagte dann, ja, wir können doch küvetieren. Und dann sagte Papa, ja, könnt ihr gerne selber machen, aber ich mache das nicht. Und dann haben wir angefangen, gut, küvetieren oder Weine zusammenstellen, vermischen, ist jetzt nicht wirklich das, was in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren en vogue war. Also das war dann schon, war jetzt dann schon irgendwie was Modernes, war ein guter, moderner Ansatz. Und Matthias hatte viele Erfahrungen sammeln können und war dann einfach offen und aufgeschlossen, so einen Wein nach Geschmack zusammenzubringen. Und wir haben dann 1000 Flaschen gefüllt, die ersten Etiketten selbst bemalt, viele haben wir selber getrunken. Ich habe so ein paar an Journalisten geschickt, habe mal ein paar Händler welche gegeben und wir wollten das eigentlich gar nicht weiterführen. Im nächsten Jahr kamen die Leute und haben 26 bestellt, denn wir wollten irgendwas aufs Etikett malen, was gar nichts mit Wein zu tun hat. Wir haben dann einfach eine 2 und eine 6 drauf gemalt. Da hätte auch XY stehen können, weil wir wollten, dass die Leute probieren. Das war nämlich nicht ganz trocken. Wir hatten, glaube ich, damals 10 Gramm Restzucker und jetzt haben wir nachher gesagt, wenn wir da halbtrocken draufschreiben, dann kommt wieder 50% der Leute und sagt, nee, wir kriegen nur trocken. Mhm. Und nee, halbtrocken. Also wir wollten was haben, wo man einfach probieren muss und sagen muss, schmeckt oder schmeckt nicht. Und wenn es nicht schmeckt, nicht schlimm. So. Und das war sozusagen easy drinking. Matthias sagt auch ganz gerne Einstiegsdroge. Genau das wollten wir herstellen. Und das hat super funktioniert. Und just über 15 Jahre später haben wir das immer noch im Programm. Oh, mehr. Weil es macht einfach großen Spaß. Und es ist vor allem, ich sag mal so, wenn du nicht lange drüber nachdenkst, was du jetzt ausschenkst. Und wenn in einer Gesellschaft zwar Weinkenner dabei sind, aber auch Leute gibt, die halt irgendwie jetzt nicht so sich in den Wein rein nerden können, wie wir alle das tun, dann ist es ein super Wein, weil es erstens ein VDP-Wein, es kommt aus unseren Weinlagen, der ist handgelesen, der hat eine gewisse Qualität, aber er hat eben nicht wie unsere Silvaner den Anspruch, genau die Herkunft und diese Herangehensweise zu haben, sondern es ist einfach ein easy drinking, anpassungsfähiger Wein. So. Und ja. Damit bist du bei einer großen Gesellschaft eigentlich immer richtig. Damit seid ihr natürlich schon bei ganz, ganz vielen Menschen schon gelandet. Hier, also der Florian sagt, was für Rebsorten sind drin? Ist Easy Drinking, Top Sushi Wein? Ja. Also Rebsorten sind die Klassiker Scheurebe, Traminer, Silvaner, Riesling. Mhm. Sie ergänzt sich auch ein bisschen mit Kerner, gelber Muscatella mittlerweile, haben wir extra für diese Geschichte angelegt, aber eher im kleinen Stil, also ist jetzt kein großes Ding. Mhm. Auch ein paar Liter Müller-Thurgau gibt es quasi im Betrieb noch, aber das ist auch sehr gering. Mhm. Landet da. Und ich lese gerade so ein bisschen deine Fragen. Genau, Restsäure. Vorgabe Säure liegt immer bei 7. Oder das ist so das Ziel, um die 7. Wir sind auch 2018 bei 7, das weiß ich. Restzucker ist bei 9,5 und der Alkohol ist bei 12,5. Ist natürlich 2019, Entschuldigung, ist bei 19er Jahrgang auch einfach erhöht. Das Ziel ist eigentlich bei 26 die 11 oder 11,5 zu erreichen. Genau. Was aber 18, 19 waren beide 26 bei 12,5, ja. Was immer noch gut eingepackt ist, ja. Glaube ich. Also ihr trefft mit dem Wein einen Nerv, weil hier im Chat geht's richtig ab. Lecker sagt man nicht, aber toller, unkomplizierter Stoff und die Süße ist nicht aufdringlich. Okay, heute Abend wird asiatisch gekocht. Die ja. Anna schreibt, freue mich, habe gerade fürs Team beim Japaner bestellt, unter anderem Sushi. Ja.
Der Florian erkennt oder anerkennt an, dass die Scheurebe gut durchkommt. Also es soll, deshalb ist das Design auch komplett anders. Das ist auch eine andere Flasche. Es ist im Gegensatz zu den, wie unser Vater sagte, gottgegebenen Silvanerweinen ein menschengemachter Cuvée. Unbedingt. Da haben wir einfach gesagt, was schmeckt uns und was könnte den Leuten schmecken, die bei uns zu Gast sind, unsere Freunde und unsere Nachbarn. Und beim Silvaner geht es uns wirklich massiv darum, das, was im Weinberg ist, in die Flasche zu bekommen. Oh ja. Genau. Und da können wir spielen, das macht Spaß. Trotzdem ist es immer noch ein VDP-Wein, es sind eigene Weinberge, das ist uns ganz besonders wichtig. Es gibt keinen Wickelstumpf Weinflasche, in der nicht ein Wein ist, der von Matthias oder vom Papa im Weinberg nicht begleitet wurde. Also und 100% Handlese, ne? Genau, ja. Genau. Wir haben 15 Hektar, die werden so 100% mit der Hand gelesen und wir werden das auch weiterhin so beibehalten, weil wir einfach nicht in der Masse wachsen wollen. Wir möchten das so weitermachen, wie wir es gerade haben. So ist es perfekt für uns. Jetzt war vor vielen, vielen Jahren der 26 für euch ein Experiment. Die Anja schreibt, habt ihr noch andere Experimente vor, entweder im Weinberg oder im Keller? Also im Weinberg wird, also im Keller wird gerade sehr viel experimentiert mit wilden Hefen, nennen wir es mal so. Vor allem in erste Lage und große Gewächs, große Lagebereich. Da sind wir, glaube ich, teilweise relativ wild. Ja. Das ist also das ist schon die Hauptexperimente. Im Weinberg gibt es vielleicht noch ein paar neue Sorten, die wir allerdings dann auch eher im Cuvée für Sekt verarbeiten. Also das sind schon ein bisschen Projekte angedacht. Es gibt so Geschichten, zum Beispiel, sag mal, langfristig irgendwie vielleicht keinen Rotwein mehr zu bauen oder sonst. Matthias, darf ich dich kurz unterbrechen, weil das jetzt ganz gut und das passt, was du gerade erzählt hast, weil der Flora möchte gerne wissen, wie steht ihr zu einem Natural Wein, auch mal sowas wie eine Petnat zu machen. Euer GG kennt, der weiß, dass das schon teilweise sehr in die Richtung geht. Also diese Petnat-Geschichte, ganz ehrlich, ich habe es im Keller ausprobiert, in kleinen Stückzahlen. Es ist halt, das kann halt jede Flasche anders schmecken. Oder jede Flasche ist ein Unikat. Es ist einfach nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht massentauglich, wenn du verstehst. Das heißt, ich habe keine Produktsicherheit. Ich hätte jetzt eure Weinpakete hier nicht mit Petnat verschicken können, weil die hätte es wahrscheinlich dem UPS-Fahrer in die Ohren gehauen oder so, ja, weil es irgendwie so war. Ja, also. Ich denke, dass unsere Experimente eigentlich auch und die Zeit, wo wir viel experimentiert haben, ist ja eigentlich auch schon vorbei. Also wir haben unser Silvaner-Portfolio, das ist dermaßen eingedampft und wir haben uns da so viele Gedanken drum gemacht, dass es uns eher darum geht, bei den großen Gewächsen, auch bei den Erstlagen, mit den Weinbergs eigenen Hefen noch mehr zu arbeiten. Also wir werden in diesen Weinen noch konkreter, noch stimmiger und dass es jetzt mordsmäßige neue Weine gibt oder ein Orange-Wein für Wickelstumpf, können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil wir relativ gesettelt schon sind in dem, was wir machen. Und es ist so, dass wir gerne an den Kapellenbergs, Mönchshofs, Rotlaufs und auch Johannesbergs dieser Welt einfach weiterarbeiten wollen. Mhm. Wir sind halt megamäßig gespannt, was unsere Weinberge machen, wenn sie jetzt noch ein paar Jahre älter werden. Ne? Das haben wir schon auch festgestellt, dass ältere Weinberge einfach das A und O ist für solche großen Weine, ne? wenn wir jetzt über große Gewächse reden. Genau. Also wir werden hier in die Runde erweitern um Orange-Wein Stil. Also auch hier die Botschaft in die Runde, Orange-Wein oder Maische Vergärung ist nicht die Antwort. Probiert bitte unbedingt bei Gelegenheit mal den Rotlauf oder Mönchsberg GG von den beiden. Da werdet ihr merken, dass das ein sehr avantgardistischer Stil ist, obwohl das jetzt nicht klassisch in das Thema Natural Wine fällt. Genau. Also ich habe hier sowas gesehen mit Maischegärung irgendwie. Diese Experimente laufen und es läuft auch.
wird auch teilweise zum Beispiel in einem Rotlauf. Mhm. Da spürt man es, ne? Ist auch ein gewisser Teil Maischegärung dabei. Ja. Ja. Aber das Ganze pur, nur Maischegärung, was dann in die Orange-Richtung ginge, stellen wir fest, das ist zwar interessant zu probieren, aber wir wollen dann die Weine trotzdem irgendwie marktfähig gestalten, wenn ihr versteht. Ja. Ne? Ich finde, der Rotlauf ist schon, also auch für die, spricht auch die Freaks unbedingt an. Ja? Genau. Und da bist du, und das ist so, aber wir verkaufen das Ganze als großes Gewächs und nicht als Orange-Schrägstrich Natural Wine. Ja, ich glaube, das ist ein guter Weg und es ist ja auch ein Weg, der in Franken schon bei vielen VDP-Winzern praktiziert wird, dass hier wirklich einfach Produktverschnitte gebildet werden. Mhm. Ja, definitiv. Also am Produkt arbeiten und da immer tiefer einsteigen auf jeden Fall, aber eben nicht mit Dogmatismus. Deshalb reden wir da eigentlich auch nicht so gerne drüber, sondern versuchen, die Weine selbst wirken zu lassen, dass die GGs wild sind. Weiß jeder, der die mal probiert hat. Genau. Aber das sind auch die Sachen, die ich sage jetzt mal, tatsächlich bei uns am experimentellsten sind, aber die Experimente, die der Matthias macht mit den großen Gewächsen, sind ja auch Erfahrungen, die irgendwann in die ersten und in die Ortsweine mit einbringen. Und das ist schon wichtig. Und dann muss man auch sagen, ja, wir sind da auch relativ gesättelt. Wir sind echt gefunden. Wir lieben unser Portfolio so, wie es ist. Und wir haben wirklich in beiden Orten inzwischen das ganze Lagenportfolio durchdekliniert. Und dabei soll es erstmal bleiben. Und da haben wir auch genügend zu tun. Da gibt es auch viel zu verkosten. Mhm. Der Markus würde gerne noch wissen, wie alt sind die GG-Rebstücke? Ja, und Detail weiß ich es gar nicht genau. Im Detail ist es so, dass wir in jünger sind. Das sind wir in 20 Jahren. Das liegt einfach ein bisschen an der Umstrukturierung. Und in Frickenhausen ist es alles Pflanzjahr zwischen 4 und 85, die Parzellen. Also das liegt aber auch ein bisschen an der Flurbereinigung, an der Strukturierung der Rebflächen. Also in Tüngersheim, im Rotlauf oder im Johannesberg ist das Ganze ein Ticken jünger. Mhm. In Wellenberg ist man, weiß ich nicht, ich kann mich als Kind erinnern, der Mönchshof war immer ein junger Weinberg, mittlerweile ist es ein alter Knochen. Mhm. Also das ist halt, daran merkt man, dass ich auch alt wäre. Ja, ist so. 85 ist gerade, ist glaube ich, ein ordentliches Alter mittlerweile. Und viel älter bekommen wir es auch nicht, sagen wir, in beiden Orten, weil wir, also es geht so ein bisschen in Tüngersheim, waren so die ersten Flurbereinigungen in den 70er Jahren, also Ende der 70er, weil wir einfach, weil da einfach die Flurbereinigungen waren. Und dort wurden quasi alle Flächen, alle Wege neu gemacht. Damals hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Also insofern gibt es jetzt irgendwie keine Rebstöcke, die irgendwie 90 Jahre alt sind oder sonstiges. Das ist einfach. Aber was mega spannend wird, wir haben ungefähr vor 15 Jahren angefangen, rebgenetisch unverändertes Material zu pflanzen, also zu Ursilvaner oder einer der Ursilvaner. Sehr spannend. Haben wir in GG-Flächen gesetzt. Das sind jetzt 15-jährige Anlagen, die werden in 10 Jahren mal zum GG werden. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, wie sich die Weine verändern oder wie sich die GGs verändern, weil das sind ja Rebstöcke, die tatsächlich sehr, die sind sehr lockerbeerig, die sind von Haus aus von dem kleinen Ertrag, deshalb sind sie ja auch, ich sage jetzt mal, rebgenetisch unverändert gewesen. Es war ein bisschen ein Trouble, diese Reben zu bekommen, aber da wird sich die nächsten 10, 15 Jahre noch echt spannende Sachen ergeben, vor allem bei den großen Gewächsen. Ich muss, jetzt haben wir uns so ein bisschen auf das Thema GG versteift, finde es aber super spannend, was du gerade zuletzt noch erzählt hast und ist auch was, was wir unbedingt weiter verfolgen sollten. Es gab vorher noch eine Frage zu 26, ja? Mhm. Denn da wollte jemand hören, wie viele Flaschen ihr denn davon macht. Ja, sind so circa 15.000 im Jahr, die wir davon produzieren. Ja, ist also ein ganz wichtiger Wein bei euch im Haus und ihr wart natürlich damit auch Trendsetter für ganz viele andere Betriebe, ja. Denn als der eingeführt wurde, war es ja noch lange nicht so en vogue, das hast du vorher schon gesagt, ja, überhaupt Cuvées zu kreieren. Heute ist das natürlich gang und gäbe, aber ihr wart damit wirklich, also vom Schöpferischen her, einer der ersten Betriebe, die diesen Nerv der Zeit gut erkannt haben, ne? Und die einen gigantisch guten Einstiegswein mit diesem Wein geschaffen haben, der authentisch eure Handschrift trägt, der
super nach Pickelstumpf schmeckt, der fränkisch schmeckt, ja, der exotisch anmutet, der VDP-Qualität ist und der 100% handgelesen ist. Ja, das ist uns wichtig, dass das einfach so bleibt. Es wird nie ein Kellereiwein werden. Wir haben auch nie drüber nachgedacht, da mal Weine zuzukaufen oder so, sondern wir wollen das gerne so haben, wie es ist. Und damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ich habe gerade in die Runde reingefragt, ob es noch Fragen gibt. Abschließend, liebe Melanie, lieber Matthias, noch irgendwas, was ihr den Teilnehmern gerne ans Herz legen wollt, was sie aus der heutigen Verkostung mitnehmen sollen, können, dürfen? Ja, also wir hoffen, dass wir die Klassiker euch gezeigt haben. Der Muschelkalk ist definitiv einer der wichtigsten Klassiker, die wir hier in der Region haben. Und vielleicht auch gezeigt, dass wir mal ein bisschen jünger waren und Experimente gewagt haben, die uns aber immer noch begleiten. Aber dass es tatsächlich einfach eine Entwicklung gegeben hat in den letzten 20 Jahren. Mhm. Die ist besonders wichtig und die zeigt sich nicht nur außen an den Weinen, die zeigt sich eben auch innerlich. Der Florian wollte gerade wissen, ob ihr einen Händler in Hamburg bereits habt. Ja, bestimmt. Okay, liebe Florian, wir beantworten das gerne im Nachgang nochmal ausführlich mit dir. Mhm. Der Ralf sagt, das klingt so richtig gut. Klappt das auch bei der Literware? Da sind ja fast alle Spitzenwinzer mit Vertragspartnern unterwegs. Ja, das klappt, weil wir keine Literware mehr haben. Genau, ihr habt keinen Literwein mehr, sondern das Portfolio beginnt bei 26. Genau, genau. Also wir haben uns, das ist vielleicht noch ein kleines Statement dazu. Tatsächlich waren wir irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir entweder zukaufen, und dann haben wir aber auch gesagt, wir sind doch keine Kellerei, wir sind doch ein Weingut. Und dann war die Konsequenz, dass wir eben keine Literware mehr angeboten haben. Das hat wehgetan, das hat geschmerzt, vor allem auch in der Gastronomie. Ihr wisst, in Franken, das ist die Schoppenfetzer, das ist ja, du kannst in der örtlichen Gastronomie ist eine Literware einfach immer wichtig. Aber wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, weil wir gesagt haben, wir können mit der Arbeit, die wir im Weinberg machen, die Handarbeit, die wir da reinstecken, keine Literflasche anbieten. Das geht nicht. Also der Ralf kommentiert das gerade, der auch die Frage in den Raum geworfen hat oder das Statement abgegeben hat und sagt, Mensch, das ist toll. Ja. Also das. Wir sind auch mit diesen konsequenten Entscheidungen auch beim Boxbeutel. Das war hart, wir hatten echt Bauchschmerzen, aber wir sind mit der Konsequenz, wenn du geradeaus deinen Weg gehst, ist es eigentlich kein Problem. Dann stellt sich das schnell ein und viele Leute kommen zu uns, Privatkunden, die dann unser Portfolio dann angucken und auch tatsächlich sagen, wo sind eigentlich die Literflaschen? Nee, gibt's nicht mehr. Und inzwischen ist es gesettet. Inzwischen ist es durch. Oh ja. Also, liebe Melli, lieber Matthias, vielen Dank für eure Ausführungen. Liebe Teilnehmer, ganz, ganz große Klasse, dass ihr dabei war. Ja, die Sabine schreibt, vielen Dank, die Weine sind sehr überzeugend, da schmeckt man Terroir, Philosophie und Erfahrung. Florian sagt danke. Vielen Dank, also auch danke an alle, die dabei waren. Ihr könnt euch im Anschluss natürlich gerne mit der Melanie connecten. Ihr könnt euch dort gerne anmelden, wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr Preislisten haben wollt, ja, wenn ihr noch weitere Hintergründe zu den Weinen erfahren wollt. Die freuen sich auf euch, auf den Kontakt mit euch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, liebe Melanie, lieber Matthias. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend. Schönen Feiertag an alle, ne? Genau. Tschüss, Melanie. Hi. Ciao. Ciao.